meine Lieben. Ich musste kurzfristig weg. Ich wurde angerufen von meinem Makler. Wir müssen so schnell wie möglich Wasser anmelden, weil die das Wasser abgestellt haben. Jetzt sind wir hier. Stehen davor und warten, wie ihr seht. Einiges los. Und hier wird das Wasser auch angeschlossen. Ja, war ziemlich kurzfristig die ganze Sache. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Nur Stress heute. Also seid gegrüßt. Bis demnächst. So, meine Lieben, ich stehe jetzt immer noch hier. Ich musste weg, weil die Schließ- und Öffnungszeiten hier von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Und wir müssten wieder weg. Und jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wieder warten. Ja, es war alles kurzfristig. Immer kurzfristig und schnell, schnell, schnell immer. Regt langsam auf. Also ich bin froh, wenn ich es dann hinter mir habe. Also es geht jetzt hier ums Wasser. Und hier, so schaut es aus. Wasseranschluss. So, bevor ihr Wasseranschluss machen könnt, braucht ihr den Desk. Also für Feuer. Jetzt, Merhaba, Merhaba. Und ich kenne dich doch, wo kommst du? Von draußen. Oh, Merhaba, Hoşgeldiniz. Schau mal, neue Chef. Hier. Merhaba, heide Gülüşürüz. Wir gehen. YouTube, Merhaba, Merhaba. So, jetzt geht's wieder aufwärts. Jawohl. Wir haben wieder Gaudi. Mann, Gott sei Dank, dass du da bist. Also, ja? Ich Idiot, such mal eine IPTV-Box, ne? Ja. Wo ist die? Hier unterm Sitzer. Nein, Mann. Oh, ja. mein, scheiße. Oh, mein. Danke, dass du gekommen bist. Ja, kein Ding. Hast du gelernt? Bye-bye. So, jetzt geht's. Auf geht's. Alter, ich wäre fast verreckt. In dem Lift bin ich stecken geblieben. Ich hab doch gar nicht gesagt. Habt ihr kein Dings da? Kein Akku? Ja, schon, aber das, bis die gekommen sind, 20 Minuten hat es gedauert. Ja, ich hab geschwitzt, der Piat, ich muss sterben, weil ich hab Platzangst, weißt du auch noch. Und dann geht Handy nicht. Ja, und dann Handy nicht gegangen, jetzt muss ich extra, bin ich hingegangen und aufgeladen. Ja, ich war so sauer. Extra hingegangen, ohne Schmarrn. Hab gesagt, jetzt langt's mehr, weißt du? Ich spare am falschen Ende. Weißt du, das geht gar nicht. Haben wir die falsche Richtung? Nee, passt schon. Du, jetzt haben mich drei YouTuber angesprochen, ich kenn die gar nicht. Okay. Ja, voll cool. Finde ich voll cool. Also ich grüße euch hier nochmal, ich weiß gar nicht, wie die geheißen haben. Die haben mich erkannt und haben Servus gesagt, das finde ich voll cool. Also danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken, danke für die Unterstützung an alle, auch die, die ich kenne. Ja, ich will auch. Ja, und die wo mich nicht kennen, ihr könnt mich gerne ansprechen, kein Problem. Also ich bin für alle offen, ich helfe euch weiter. Wenn ihr Fragen habt, bitte fragen. Dafür bin ich da und der Thorsten genauso. Also wenn ihr Fragen habt, der Thorsten ist immer hier. Demnächst. Und ihr könnt uns fragen, wir helfen euch gerne. Ja, hier links. So, jetzt lasst euch überraschen, wo es hingeht. Oh, mein Hintern. Oh, jetzt auch. Quasi zusammen. Warte mal. YouTube. Schau, falsche Richtung. Einmal geradeaus bis zur Kreuzung. Boah, das war so ein Tag heute, ich sag's dir, also das brauche ich nicht nochmal. Nee, morgen wird auch ein Eierschaukeltag gemacht. Ja, morgen machen wir mal gar nichts. Das gehört, Thorsten. Machen wir auch gar nichts, wird das schwimmen oder so cool oder was auch immer, was mehr. Ja, genau, machen wir sowas. Ja, Mann. Die Leute brauchen auch sowas zum Sehen. Richtig. Wir zeigen nur die Städte. Genau. Wir brauchen auch mal Wasser und so. War ich noch nicht einmal, ich bin zwei Wochen passiert und hab noch nicht einmal gebadet oder so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ist schon krass, weißt du? Gleich dann hier umdrehen und dann sind wir da. Am Abend? Machst du Video? Ah, hier Video, live. Mit Thorsten, hier, der Thorsten, der Fahrer. Genau, so. Ich weiß gar nicht, ob ich drauf gedrückt habe zum Aufnehmen. Genau, dann stellen wir uns irgendwo ab. Einfach da, genau, am Eck. So, und ich. Ihr lasst euch überraschen, wo es hingeht. Es wird lustig, ja. Also, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier in, wie nennt man? Derma Life, genau. Coiffeur Gesellig Salon. Also ihr könnt hier appellieren, alles was dazu gehört, Pediküre, Maniküre. So schaut es aus. Also das ist unsere Überraschung heute. Wir lassen uns es richtig gut gehen. Thorsten, lass es dir krachen hier. Sagst du auch was? Thorsten, heute ist das. Thorsten hat wenig geschlafen,
Merhaba. Hoş buldum. We make reklamlar for YouTube. Derma Life, Coiffeur, Güzellig, Salon. Erster Stock, ich sage euch die Adresse. Adresse ist Mahmutlar, hier. Barbaros, Chadesi, in Jack Place Restaurant, gegenüber vom Jack Place. Also, vom großen Migros. Ja, vom großen Migros an der Ecke, genau. Migros 3 Punkt, genau. Ja, hier könnt ihr herkommen. Sehr gut, und wir schauen, was uns erwartet. Ich weiß es selber noch nicht, und du auch nicht, oder Thorsten? Noch nicht. Ich auch noch nicht. Also, dann schauen wir mal. So Leute, meine schönen Füße kann ich euch zeigen. Vielleicht gibt es Fußfetischisten. Wenn es Fußfetischisten gibt es ja auch. Schaut mal hier, meine geilen Beile. Also die Nägel sind jetzt nicht so lang, oder? Ja, also wenn es Fußfetischisten gibt hier ein paar. Ja, magst du? Nein, das riecht gut. So, und das ist die Dame, die wahrscheinlich uns behandelt. Ich weiß es nicht. Boah, ist mir heiß. Ist da eine Massagestuhl hinten? Ja, das drückt da irgendwie in den Hintern. Da ist auch Strom hinten, oder? Ne? Meinst du? Ja, bestimmt, oder? Ja. Ja, jetzt lassen wir uns ein bisschen gut gehen. Ja. Also die Behandlung mit Pediküre und Maniküre, was hat sie gesagt? 110? 110, alles zusammen. Alles zusammen. Also, wenn ihr herkommen wollt, ich habe dann die Adresse bekommen. Und die kann ich dann verlinken. Also Leute, ich muss euch noch sagen, ich habe etwas vergessen. Ich bin hängen geblieben im Lift, im Aufzug und wäre fast gestorben. Also 20 Minuten hat es gedauert, bis die mich rausgeholt haben. Ich habe echt Panik bekommen, weil ich Panik habe, wenn ich in engen Räumen bin. Ich habe angefangen zu schwitzen, ich war blitzschnass. Oh mein Gott, das hat gedauert. Meldet sich keiner, nur die Glocke hat funktioniert, Alarmknopf. Und nicht mal das Telefon ist gegangen. Ich wollte ja reden, habe ich geschrieben, Abi, Hilfe, Hilfe. Also, das Telefon geht nicht. Scheiße, und in dem Ding geht mein WLAN ist ausgegangen, also mein Kredit ist leer gewesen. Ich konnte nicht mal anrufen, gar nichts. Alter, ich habe Panik geschoben. Was mache ich jetzt, wenn die mich nicht rausholen, Mann? Und ich mir nochmal einlegen muss dann. Ja, schon. Ja. Also, das war das Wenigste. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ja, gut, das ist natürlich schlimm. Ne? Jetzt bei der Hitze, ich fahre immer noch. Schau mal, ich bin immer noch pitch nass. Problem, ja. Also Leute, falls euch interessiert, 11,82 Euro im aktuellen Umrechnen ist der Preis für Cleaning the Fingernägels und the Fußnails hier. 11 Euro? 11,82 Euro, 110 Euro. Ja. Hast du umgerechnet? Ja. Krass, ehrlich, oder? Wenn ich jetzt richtig geredet habe. Wahnsinn, oder? Also Leute, also es ist wirklich... Ja, 11 Euro. Ja, wir wollten auch nicht handeln, weil eigentlich wollte ich und dann hat der Thorsten gesagt, nee, lass mal, das ist unverschämt. Da habe ich gesagt, okay, dann lass doch mal die leben. Ja, ganz ehrlich, die freuen sich auch. Und ja, ein bisschen Arbeit habe ich jetzt schon an den Füßen, sage ich mal, ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Und an den Fingern, aber dir auch, oder geht? Ja, doch. Das passt schon. Arbeiten wir fast. Ja, eben. Also ich und Thorsten lassen es uns hier gut gehen und chillen die Basis. Genau. Also ich zeige euch dann mehr. Bis gleich. So Leute, wie ihr seht, hier ist Vulkan ausgebrochen. Die Füße sind in der Waschanlage und das dreht alles rum. Die werden jetzt schön gewaschen. Aber sie sind jetzt gemacht vorher, oder? Ja. Vorher waschen. Weißt du nicht? Ja, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also falls es einer weiß, kann er mir gerne schreiben, weil ich war noch nie hier. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also, wir testen das halt mal für euch natürlich. Also, wenn ihr irgendwas noch wollt, dass wir testen, machen wir gerne. Ja, da sind wir dabei. So Leute, es ist genau hier gegenüber. Ihr seht, hier ist der Bankautomat und dann geht ihr hier rein und im ersten Stock ist das drin. Da ist der Mikros, der neue und hier ist der Connect Tower. Da bin ich immer drin. Also wenn ihr mich kennenlernen wollt, hier können wir was ausmachen. Gebt dann die Runde auf euch, dann komme ich gerne. Die Runde auf euren Nacken, genau. Ja. Also falls ihr uns kennenlernen wollt, kommen wir zusammen, dann können wir ein Video drehen. An alle YouTuber, die gerade hier in Mahmutlar sind. Oder an alle, die uns zuschauen und uns abonniert haben. Das machen wir für euch und sehr gerne sogar. Also Chefin macht jetzt Peeling, Massage. You speak Türkisch?
Türkisch? Aha, okay, Türkisch. Türkisch Peeling. Okay, Türkisch Peeling. Jockey Z Peeling. So schaut es aus. Dass man. Ja. Ich schlaf gleich ein, das tut so gut. Wahnsinn, was sagst du? Ja. Du schaust auch schon beim Zuschauen. Ja, kann man auch ein bisschen Tuss dran machen und dann Inek. Okay. Mhm. So, wunderbar. Dann schauen wir, was das als nächstes kommt. Ja. Wahrscheinlich deine Finger. Wahrscheinlich. So, jetzt ist der Thorsten auf dem Thron. Das ist ein Thron, sein neuer Thron. Ja. Er wird auch nie wieder runtergehen, hat er gesagt. Ihm gefällt das hier. Ja. Er fühlt sich wie ein König jetzt. Ja. Thorsten, halt die Ohren steif. Auf alles andere. Also wir chillen unsere Basis und genießen es richtig. Heute wollen wir ein bisschen entspannen, so einen Chill-Day einführen und danach geht's weiter. Lasst euch dann überraschen, es kommt noch mehr. Ja, und der Thorsten wollte auch noch was sagen. Was soll ich sagen, ich bin müde. Ich bin einfach müde und hab Hunger. Also Thorsten hat Hunger und müde, so wie gestern. Ja. Also wir haben heute nur, tatsächlich habe ich heute nur Suppe gegessen und jetzt ist schon nach deutscher Zeit 16.15 Uhr und türkischer Zeit, oder? 17.15 Uhr und türkischer Zeit 18.15 Uhr. Und ich habe nichts gegessen, außer die Suppe heute früh. Also, und dann soll mir einer sagen, ich komme nicht mit 500 Euro hier zurecht. Abgesehen von den Nebenkosten, was ich jetzt bezahlt habe für den Wasseranschluss und den Rest. Also Wasser ist jetzt doch gegangen und das war eine Show-Einlage heute. Ruckzuck, schnell. Das hat mir schon wieder gelangt. Also das brauche ich nicht nochmal. Und dann der Aufzug, ich bin im Aufzug stecken geblieben. Oh mein Gott, das brauche ich nicht. Leute, also heute ganzer Tag hat gelangt, deswegen chillen. Jetzt angesagt. Und hier sind wir beide. Chill Days. Chill Day. Chill Brothers. Chill Brothers forever. So, kommt dann alle her und genießt es einfach. So, meine Lieben, jetzt ist kurz vor 7 Uhr. Der Thorsten ist immer noch müde und immer noch hungrig. Er kriegt jetzt die Maniküre. Und Spezialbehandlung, ihm geht's gut, er fühlt sich wohl und dann bin ich dran. Also er entspannt und ist echt sprachlos, weil er es noch nie gemacht hat. Ja, noch viel Zeit, ne? Ja, also man soll viel Zeit mitnehmen. Ja klar, wenn du schön sein willst, dann braucht es Zeit. Echt? Ja. Schön, dass du schon doof bist und so. Also es macht richtig Spaß. Ja. Ja. Du magst einen anderen Stuhl haben. Ich möchte dann rauchen. Ach so, sag halt, du bist bei Rauchen. Nein, ich habe Handschuhe. Ach so. Okay, und die Chefin hat ein Zertifikat. Hier. Komplett alles vorhanden, also nichts schwarz oder so. Fatima. Fatima Chorba, oder? Gorba. Chorba? Chorba, Juk. Chorba. Chorba, mashallah. Chorba. Fatima. Fatma, Fatima. Fatmir. Fatma, Fatima. Bosna, Fatima. Fatima. Fatima, ja. Ja. You have big name, big. Fatima. Old Osman, Osmanli name. Osmanli. Ja, ja. Old name. Fatima. Meine Tase, Fatima. Tase. So, meine Leute, also wir haben jetzt uns hier hingesetzt wieder beim Sarizoy. Also meine Nägel sind noch nicht gemacht, die Handnägel, weil wir einfach es nicht mehr geschafft haben. Aber ich muss morgen nochmal rein um 13 Uhr. Und ja, wieder ein Termin. Ich hasse Termine, ganz ehrlich. Ich mache das nicht, wenn ich irgendwo hingehe und Termine habe. Und jetzt tun wir was zu essen, also Abendessen. Jetzt ist gleich 8:30. Ja, 8:30, also meine Uhr ist hier noch an deutscher Zeit, 8:30, türkischer Zeit. Ich habe mir Sachka Burma bestellt und dann sieht ihr, wie das ausschaut. Hier, der Laden schaut sauber aus. Ja, unser Thorsten ist auch da. Er hat sich einen Schnitzel mit Hähnchenschnitzel mit Pommes. Ja, genau. Schaut auch lecker aus und dann schauen wir mal, wie das wird. So, und dann zeigen wir euch dann, wie das ausschaut. Bis gleich.
So Leute, einmal Sajka Wurma hier auf osmanische Artweise. Brot ist schon fast weg. Und einmal Schnitzel mit Pommes, ja, war das, und Reis und Beilagen. Schaut auch lecker aus. Dann werden wir gleich mal probieren, wenn ich darf. Und der Thorsten wird bei mir probieren. So, schaut lecker aus. Dann schauen wir, wie es schmeckt. Dann sage ich euch gleich Bescheid. Bis dann. Lecker, lecker. So Leute, alles zusammen hat jetzt 145 Tille. Wie kostet? Umgerechnet, keine Ahnung, habe ich jetzt gar nicht umgerechnet. Der Thorsten rechnet schon um. Und sagt gleich Bescheid. Ah ja, es war gut, angenehm. Und Sajka Wurma war ein bisschen 15 Euro. 15 Euro alles zusammen. In Ordnung. Das ist nicht schlimm. Geht. Also für ein Abendessen 15 Euro, für zwei. Ja, drei Cola. Sajka Wurma, Schnitzel mit Pommes, Beilagen und Wasser umsonst und Chai dazu. Ja, kann man essen. Es war halt ein bisschen vom Preis ein bisschen angehoben. Angehobene Klasse, sage ich mal. Also nichts Günstiges haben wir genommen und ja, man sieht es uns ja auch an. Tut uns gut. So, dann beende ich hiermit den Tag. Ist heute genug für mich und für euch und ich will euch nicht weiter belästigen. Danke fürs Zuschauen, bitte Kanal abonnieren, Like da lassen, Glocke aktivieren und danke nochmal für alle und auch an die YouTuber, die ich heute getroffen habe, an die drei, ihr wisst Bescheid, danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken, danke an, der mir heute einen schönen Tag gegeben hat oder mir mit ja. Mir Begleitung war heute den ganzen Tag. Ja, auch an dich, danke, war wieder schön, hat Spaß gemacht. Genau. War lustig. Wieder einen lustigen Tag gehabt, jetzt sind wir natürlich satt und müde. Genau. Jetzt gehen wir noch ins Migros, eventuell noch was schauen und ja, dann war's das. Nochmal ein Ei legen vorher. Ja, genau, alles klar. Alles klar dann. So, danke und ciao, ciao.